So, guten Morgen heute. Meine Tour startet mal wieder auf der Theresienwiese, wo ich schon die eine oder andere Tour gestartet habe. Heute fahre ich den Mangfallradweg von München bis Rosenheim. Und der beginnt am Ostbahnhof. Das heißt, da werde ich jetzt mal als erstes hinfahren. Alles weiter wird es unterwegs geben. Es ist jetzt schon fast 10. Da geht's nicht mehr weiter. Hier die Isar, die überquere ich heute. Zum ersten Mal und wahrscheinlich auch zum allerletzten Mal. So, hier bin ich jetzt am Ostbahnhof, wie ihr erkennen könnt. Fahren hier die Züge ab. Gleichzeitig bin ich jetzt hier auch im Werksviertel. Das ist so eine Art Kreativbereich. Und den werde ich jetzt mal noch durchqueren. Aber filmen darf ich da drin, glaube ich, nicht mehr. Also schaut es euch lieber von hier außen an. Also dieses neue Werksviertel hat mir jetzt wirklich gut gefallen. War wirklich hier interessant. An den, der es gebaut hat, auf jeden Fall Respekt. Ist schön geworden. So, ich habe jetzt für die 5 Kilometer bis zum Ostbahnhof übrigens 37 Minuten gebraucht. Weil es natürlich viel durch die Stadt geht. Und mal wieder steht der Rosenheim Express wegen eines anderen Zugs. Schaut mal, hier ist übrigens noch eine schöne Kirche. Und jetzt auch ein ruhiger Radweg. Hier bin ich am Infineon Technology Campus bzw. Fabrik. Jetzt eine kleine Unterrichtsstunde. Infineon ist einer der größten Chip-Hersteller der Welt für Handys, Computer und so weiter. Mit Sitz hier in Unterhaching. Jetzt habe ich aber genug über Technologie geredet. Jetzt geht es wieder ums Fahrradfahren. Die Tour heute, die ist auch ein bisschen notgedrungen entstanden. Ich wollte heute eigentlich in den Bergen bei Bayerisch Zell eine Mountainbike-Tour machen. Aber da war noch Gewitter angesagt. So, hier bin ich auf der alten Landebahn vom Militär Neubibberg. Das ist jetzt ein Freizeitpark. Hier werde ich jetzt mal schauen, wie schnell ich fahren kann. Ich werde jetzt Gas geben, so schnell es geht, bis zum Ende der Landebahn durchziehen. Ich heb ab. Jetzt geht mein Weg hier durch Ottobrunn. Mein nächstes Ziel ist Aying. Es sind noch 14,8 Kilometer. Was macht der denn da? Ich bin am S-Bahnhof Dünhaar. Hier sieht man noch mal ein paar schöne Tiere. Es sind nur noch 4 Kilometer bis Aying. Ziehe ich jetzt durch, das Wetter ist stabil gerade. Hier geht es jetzt durch den Wald vor Aying. Die Strecke kenne ich noch aus dem Winter. Da bin ich schon mal gefahren. Also hier gefällt es mir einfach gut. Kann man richtig sein Rad laufen lassen. Ja, ist einfach schön. So, willkommen in Aying. Hier ist ja ganz zufälligerweise auch die Ayinger Brauerei. Liebe ich so an der Ayinger Brauerei. Man kann sich hier direkt aus dem Direktverkauf
das Bier direkt vom Fass holen. Ich habe jetzt hier ein Sixer Frühlingsbier. Das werde ich dann genießen heute Abend in Rosenheim. Da freue ich mich drauf. Bei mir gibt es jetzt eine Portion Pommes und ein Helles im Aiinger Braustübel. Hier werde ich jetzt mein Mittagessen essen. Lecker sieht's aus. Tut gut, jetzt ein Bier zu trinken. Ein schönes Aiinger Helles. So, nach diesem herrlichen Mittagessen verlasse ich jetzt Aiing, meine Perle, und fahre jetzt weiter auf dem Mangfallradweg nach Rosenheim. Als nächstes steht eine kleine Passhöhe an. Da bin ich mal gespannt, wie ich die bewältigen werde. Also gehen wir es an. Und hier geht es jetzt tatsächlich leicht den Berg rauf bis zur Passhöhe. Hier bin ich jetzt tatsächlich auf der besagten Passhöhe. Ermittelt von einem Ingenieurbüro. Das wundert mich echt, weil ich meine, dann könnte man ja überall eine Passhöhe machen, wo man mal am höchsten Punkt ist, wo es nur ein bisschen hügelig ist. Also Radfahrer, die jetzt den Gotthardpass machen wollen oder den Brennerpass, bitte nicht angegriffen fühlen von dieser Passhöhe hier. Hier jetzt ein Blick von der Passhöhe ins Tal runter. Durch die bayerische Prärie geht's hier bei bulliger Hitze. München noch 35, da komme ich ja her. Rosenheim noch 28. Man sieht jetzt auch, dass ich auf dem Mangfallradweg bin und auf der Via Julia. Also schon mehr als die Hälfte bis Rosenheim geschafft. Die Via Julia ist übrigens die unbekannte Schwester der Via Claudia. Das ist ja eine bekannte Route über die Alpen, und die Via Julia verläuft von München bis Salzburg, wenn ich mich nicht täusche. Aber ist bestimmt auch eine sehr interessante Strecke, die ich aber wahrscheinlich trotzdem niemals fahren werde. Bald muss ich natürlich dann meine Sonnenbrille wieder abziehen. Dann sehe ich hier nichts. Ja, das Thema Gewitter dürfte für mich jetzt heute erledigt sein. Aber wenn man da vorne reinschaut in die hohen Berge, wo ich ursprünglich hin wollte, da hängt ganz schön die Wolken drin. Gut, dass ich mich richtig entschieden habe. Da war ich wieder ein richtiger Wetterfuchs. Richtig erkannt. Und auch der Mangfallradweg ist auch schön. Ist eher gemütliche Tour. Das ist auch mal gut, so eine gemütliche Tour. Man auch mal Zeit hat, zwischendrin was anzugucken oder ein Bierle zu trinken. Das ist doch auch was Schönes. So, jetzt habe ich hier wieder einen Wegweiser. 25 Kilometer nur noch bis Rosenheim. Und zum ersten Mal auf meiner heutigen Radtour bin ich an der Mangfall angekommen. Schöner, ruhiger Fluss übrigens. So, über der Mangfallbrücke. Schön ist es. Da hinten sitzen auch drei im Wasser. Die werde ich aber jetzt aus Datenschutzgründen nicht genauer filmen. Und hier geht's weiter für mich. Gleich kommt der Ort Bruckmühl. Da schaue ich mal, dass ich in den Schatten komme. Es ist nämlich wirklich heiß. Ja, leider habe ich hier in Bruckmühl keinen gescheiten Ort zum Pause machen gefunden. Das heißt, es geht wieder auf die Strecke. Aber dann halte ich wirklich mal die Augen offen, ob ich da irgendwo noch einen guten Pauseort finde. Also weiter geht's. Ja, hier sieht es jetzt echt ein bisschen mau aus mit irgendwie einem Platz im Schatten, mit Einkehr oder so. Ich habe jetzt hier unter dieser Brücke mich mal in Schatten gestellt. Aber jetzt geht's weiter. Ich habe auch auf Google Maps geschaut. Beim Biergarten. Keine offene Einkehr oder so in der Nähe. Das ist ein bisschen mau hier, muss ich ehrlich sagen. Ah, Storkebild, das ist aus der Metzgerei. Ich probiere es aus. Ein Radler im Schatten, perfekt. So, nach dem wirklich erfrischenden Radler bin ich wieder auf dem Radl.
wäre jetzt auch schon in einer Stunde in Rosenheim, aber ich bin noch, kann ja noch ein bisschen länger fahren, weil es ist erst 3:30 und jetzt mache ich noch so eine Runde über ein bisschen die Berge, über den Innradweg. Also wenn ihr nochmal den Mangfallradweg zu Ende fahren wollt bis Rosenheim, einfach immer der Mangfall am Fluss folgen. Das ist ganz einfach, das ist ganz einfach ausgeschildert. Hier ist der Holzmichel. Hier ist noch ein ganz hoher Berg. Der Weg schickt mich jetzt doch noch mal ein Stückchen den Berg hoch. So geht's halt. Ich fahre jetzt noch zu diesem Industriedenkmal. Und da geht's jetzt hier den Berg hoch. Wahrscheinlich der härteste Anstieg. Oh yes, es geht's hier hoch. Ich habe auch durchaus auch so erwartet. Letzten Meter bis zum Zementwerk. Auf geht's. Da ist es, das Zementwerk, da ist es. Da müsst ihr mir danken, dass ich für euch hier hochgetrettet bin. Es war nämlich ganz schön anstrengend. Hier ist es. Da wurde früher Zement gemacht. Da sieht man noch so ein altes Metalltor. So ein Schacht oder so. Aber gut. So, nachdem ich das Zementwerk besichtigt habe, werde ich jetzt die letzten Kilometer bis Rosenheim antreten. Also ich werde jetzt runter zum Inn fahren, bin innen runter bis Rosenheim. Das sind jetzt glaube ich noch 18 Kilometer insgesamt. Und dann mache ich einen Deckel drauf auf die Tour. Das war jetzt nochmal anstrengend hier hoch. Schön war es schon, ehrlich gesagt. Wie man sehen kann, da hinten ist alles flach und da werde ich jetzt hinfahren. Ich präsentiere die Inntal-Autobahn für alle Autobahnromantiker. Servus Leute, ich stehe auf dem Inn und ich muss euch sagen, ich kann überhaupt nicht mehr. Mein Körper fällt auf den letzten 20% Batterie, die er noch hat. Aber es sind nur noch weniger als 10 Kilometer bis Rosenheim. Das heißt, ich werde so mit 10% Restladung in Rosenheim ankommen. Los geht's mit 10 Kilometern Innenradweg. Aha, schon ganz schnell unterwegs. Hier sieht man jetzt die A8, auf der wahrscheinlich jeder Süddeutsche schon mal gefahren ist. Die Mangfall in Rosenheim, gleich geschafft. Die Mangfall 900 Meter bevor sie in den Inn mündet. Also ab hier sind es 900 Meter bis sie in den Inn mündet. Das würde ich mir noch anschauen. Ja,
So, hier auf dieser Brücke an der Mündung vom Inn in die Mangfall beende ich jetzt die Tour für heute. Das sind jetzt, glaube ich, 93 Kilometer, bis ich jetzt noch bei meinen Freunden bin. Hier in Rosenheim sind es 95, also wieder knapp ein 100er heute runtergerissen. Ist stabil. Ja, vielleicht sage ich später noch was zur Tour, aber erstmal hier bin ich jetzt am Ende und verabschiede mich jetzt auch offiziell von euch. Also danke für jeden, der zugeschaut hat. Ich gebe nochmal einen Rundblick.